Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und zwar heute, hey, wer hätte es gedacht, mit einem neuen Video. Wie die meisten am Thumbnail und Titel vielleicht schon erkannt haben und auch so über Instagram, über Twitch, hat man es hier oder da mal gehört. Ich bin tatsächlich jetzt wieder Diamant geworden und es war eine unglaublich harte Reise dieses Jahr, muss man wirklich sagen. Die härteste wahrscheinlich von allen Diamantreisen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Diamant gemacht. Und ich möchte euch gerne sagen, warum es denn jetzt auf einmal innerhalb von ein, zwei Wochen geklappt hat und davor das ganze halbe Jahr mehr oder weniger nicht. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay von mir ebenfalls, ja, für den einen oder anderen, der es noch interessiert, ne? Ja, grundsätzlich fangen wir doch erst einmal damit an. Wie habe ich denn aufgehört, die letzte Season? Letzte Season habe ich aufgehört mit Diamant 3, 50 RP oder irgendwie sowas in dem Dreh, das war ganz okay. Und diese Season habe ich dann quasi meine Placements gemacht, die waren so im Dreh 5-5 oder sowas oder 6-4, keine Ahnung, und bin Platin 2 gekommen. Das ist ganz okay eigentlich, geht natürlich besser, aber ist in Ordnung, kann man mit leben. Ja, und jetzt ging das ganze Spektakel los. Ich habe natürlich zunächst erstmal angefangen, wieder Talon zu spielen. Ja, Talon war in der Zeit nicht ganz ultra geil, außerdem waren Ninja Tabis noch ungenervt, das heißt, die waren sehr, sehr stark. Dennoch habe ich mich mit Talon unglaublich gut geschlagen, kann man eigentlich sagen. Dennoch hatte ich immer das Gefühl, also ich habe wirklich viele Games rasiert und hatte immer gute Stats, habe im Endeffekt aber doch oft das Game verloren. Meine Botlane war ebenfalls sehr, sehr oft im Inten, also das war tatsächlich wirklich so. Und ich habe natürlich auch immer der Botlane die Schuld gegeben, dass wir das Game verlieren oder ich das Game verliere. Natürlich war das in der Hinsicht zwar nicht ganz ultra falsch, aber dennoch war ich auch irgendwie selber schuld an der ganzen Geschichte. Und darauf kommen wir aber später nochmal zurück. Ja, auf jeden Fall musste es kommen, wie es kommen musste. Ich habe gesagt, ja, scheiße, Talon funktioniert nicht nach so ein paar Tries. Und dann habe ich gesagt, ja, wir rotieren. Ja, wir spielen was anderes. Ich habe Lust, was anderes zu spielen. Also bei mir, ihr kennt mich ja, ich bin so eine Person. Ist auch nicht ganz förderlich. Ich spam immer einen Champion, wo ich gerade Bock drauf habe. Ja, das heißt, ich entdecke LeBlanc für mich, zack, 30 Games LeBlanc. Ich entdecke Kane für mich, zack, 40 Games Kane. Ich entdecke, keine Ahnung, Gragas für mich, 40 Games Gragas. Ja, ich nehme immer sofort einen Champion und spiele ich permanent nonstop diesen Champion rauf und runter. Auch so bei Kaiser etc. Und so bin ich nun mal. Und ja, Talon hat mir irgendwie dann keinen Bock mehr gefallen, so keinen Bock mehr gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, time wieder zu rotieren. Und dann ging das nämlich los. Ich habe alles mögliche rotiert erstmal, ja. Das heißt, ich habe so Champions gesagt wie Zilean, wo ich dachte, okay, vielleicht intert meine Botlane dann nicht ganz so sehr, wenn ich die halt ein bisschen mehr beschütze und booste. Ich habe einfach diese Meta-Picks gespielt, wie Xin Zhao, wie Warwick, alles mögliche. Orianna, Xerath, ich habe sogar eine Runde Veigar gepickt, hatte aber auch falsche Runen mit, weil ich nicht ganz aufgepasst hatte und bin auch 0-11 oder so gegangen. Katastrophal und im Endeffekt habe ich auch mehr Elo verloren. Ich glaube, das Schlimmste, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, ich war in Platin 4 sogar eine Zeit lang. Platin 5 war ich zum Glück nicht, aber es war auf jeden Fall katastrophal. Dann ging es weiter und dann habe ich den ersten, da habe ich mich wieder so ein bisschen gefasst, Kane. Kane war damals auch noch ungebufft, das heißt, er war deutlich schwächer und der hat mir unglaublich Spaß gemacht. Der macht mir immer noch Spaß. Ja, ich habe ja viele Games auch hochgeladen, beziehungsweise auch onstream gespielt. Kane macht super geil, vor allem die Darkenform. Leider, muss man sagen, habe ich sehr, sehr oft mit Kane geintet. Ja, muss man tatsächlich sagen. Gerade das Early Game von Kane ist eine Katastrophe. Ich bin oft 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 und dann war das Game meistens schon over. Außerdem habe ich immer erst mit Level 4 gegankt und meine Mates sind immer schon mit Level 3 gestorben. Ja, das war gerade diese große Zeit mit den Level 3 Ganks. Ja, also total scheiße. Und ich habe im Endeffekt eine Winrate von 42% auf, keine Ahnung, 50, 60, 70 Games gehabt. 42%, Leute, das ist katastrophal. Das heißt, ich habe mehr Elo verloren als gewonnen. Safe. Dann habe ich gesagt, okay, Tobi, so geht das nicht. Warum, ja, dann bin ich rotiert und habe gesagt, Diana. Ich habe Diana gespielt, ich habe viele Games Diana gespielt und auch gut Elo mit ihr gemacht. Ich habe auch hier Videos hochgeladen etc. und es hat übel gut geklappt, hatte eine Winrate von 60%. Aber es kam, wie es kommen musste. Dieser eine Tag, diese eine Gank. Und das war quasi ein Déjà-vu. Denn, ja, ich wurde quasi, ich glaube, es war LeBlanc, Jarvan, irgendwie sowas. Ich wurde so krass aus dem Leben gegankt. Ich habe mich machtlos gefühlt. Und Diana, wenn du mit der gegankt und gekämpft wirst, ist das noch schlimmer, als wenn du mit Yasuo gekämpft wirst. Du kannst nichts machen. Du kannst deine W drücken, die schildert dich für 32 Damage gefühlt. Und du kannst die Gegner noch ein bisschen an dir ranziehen, was legit mega gut ist, wenn du wegkommen willst. Und ich bin wirklich 0,5 bis Minute 7 gegangen oder so. Und danach habe ich gesagt, Diana, nee, so geht es nicht. Raus. Diana, raus. Ich will dich, entweder du packst jetzt deine Tasche und gehst, oder du packst jetzt deine Tasche und fährst. Ich kann nicht mehr. Raus. Ja? Obwohl ich 60% Winrate auf Diana hatte.
Trotzdem, tschüss. Sowas ähnliches ist übrigens zwei Mexikanern in Puerto Rico 1942 passiert. Nein, Quatsch, ne? Wer kennt die Anlehnung? X-Faktor. Ja, auf jeden Fall bin ich dann weiter rotiert. Ich habe gesagt, okay, meine Botlane intet immer. Und das Problem ist nicht, dass meine Botlane immer intet, sondern was mich richtig abgefuckt hat, ist, dass die Botlaner immer die schlechteste Attitude der ganzen Welt haben. Hey, ich bin 04, ich habe keinen Bock mehr, ja. Ich habe zwar einen AD Carry, der ins Late Game skaliert, der wahrscheinlich beste Champion im Late Game, wenn man mal Items bekommt. Solo Queue Sword eh jeder. Und wir haben einen Talon in der Mitte, der vielleicht 10-0 ist, aber nö. Ich bin AD Carry, ich gehe jetzt auf K, du hast mein Farm genommen, du hast meinen Red Buff genommen. Ich gehe jetzt weg. Und das hat mich richtig... Ich gebe jetzt auf. I'm so done. GG. Ja, das hat mich so hart getiltet, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt AD Carry. Das Problem ist, ich bin kein mechanisch guter AD Carry, weil ich einfach viel zu wenig AD Carry spiele. Aber ich hatte ein gutes Attitude. Ich habe auch einige Games gewonnen, vor allem zur Kaiserzeit. Das heißt, ich habe wieder richtig, richtig viel Kaiser gespielt, auch in der Midlane. Hat übel gebockt. Aber alles in allem war mein AD Carry nicht unglaublich geil. Ich habe zwar ein gutes Attitude gehabt, aber ich war nicht so der Spieler, der gesagt hat, okay, ich mache jetzt die gegnerische... In der Lane die Gegner 6-0 weg oder so, ne? Also, auch dann habe ich irgendwann angefangen, Ezreal zu spielen. Ezreal, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gespielt habe, haben alle gesagt, Dubi, Ezreal ist voll schwach, voll der schlechte Champion. Ein Patch später, ironischerweise, jeder pickt Ezreal, pick or ban. Ich habe ihn gespielt, bevor er cool war. Aber alle sagen, er ist schlecht. Aber ich war schlecht mit ihm, muss man sagen. Also, weiß ich nicht. Die Laning Phase, ich habe Kleptomanie mitgehabt und die Laning Phase war immer bei Minute 10 schon vorbei irgendwie. Habe nicht viel Geld rausbekommen. Ja, auf jeden Fall auch hier wieder Elo eingebüßt. Dann habe ich mir gesagt, okay, Tobi, so funktioniert das nicht. Du musst jetzt gucken, wie du wieder nach oben kommst. Dann habe ich nämlich gesagt, okay, wir spielen Vladimir. Vladimir ist geil, Vladimir macht Spaß, Vladimir ist toll. Viel Vladimir gezockt, ich habe auch hier Videos und alles hochgeladen, hat übel gebockt und ich habe alle Leute gewone-shottet und ich hatte, keine Ahnung, bin 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 meistens in der Lane gegangen. Ich habe fast immer, ich würde sagen wirklich ungelogen, 90-95% meine Lane gewonnen bis gestompt. Verloren ganz selten, ganz selten. Auch passiert, aber selten. Problem war, ich habe immer mit Electrocute gespielt, klar, man kann auch Predator spielen etc., aber ich mochte halt Electrocute. Und ich habe auch hier wenig Impact auf der Botlane gehabt. Ich konnte meistens die Games nicht carryen. Ja, ich gehe 5-0 in Mitte. Allerdings ging der gegnerische Draven, das beste Beispiel, der war wirklich 15-2. Okay, es waren noch Smurfs, aber... Da konnte ich nichts mehr machen. Da war einfach RIP, ne? Das ging nicht. Dennoch muss man auch sagen, ich hatte auch keine 50% Winrate auf Vladimir. Also es hat sich ganz schleichend immer... Ne? Es war mal 60, dann 59, 51, immer weiter runtergegangen. Man muss sagen, mein Vladimir Early Game war unglaublich... Also ich habe auch hier erstmal grundsätzlich gesagt, ja, AD Carry ist mein Botlane schuld. Aber hier muss man sagen, ich war auch schuld. Denn, und das ist gut, dass ich das eingestehe, mein Vladimir war im Early Game und ist im Early Game echt Sauschnitte. Ne? Landing Phase ist ja sowieso einer meiner Stärken meistens. Aber mein Late Game auf Vladimir war, glaube ich, der Grund, warum wir auch viele Spiele verloren haben. Beziehungsweise wir hätten viele Spiele gewinnen können, hätte ich das besser gemacht. Ich springe meistens rein und zerstöre eine Person. Besser wäre, ich springe rein und zerstöre alle Personen. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ne, dafür ist OPGG gut, Leute. Ne? Man denkt ja immer so, wie laufen die Games? Ich habe geguckt und da steht Tobi 49% Vladimir. Das heißt... Du climbst mit diesem Champion nicht, sogar ganz dezent climbst du nach unten. Ja, oder du fliegst oder fällst oder was auch immer. Also, scheiße. Tobi, das funktioniert so nicht. Guck doch mal auf OPGG, was für Champions kannst du überhaupt, was kannst du überhaupt, Tobi? Guck dir mal, welche Champions du spielen kannst. Und da ist Talon, Diana. Talon, 60% Winrate. Diana, ja, ist dann nach ein paar Loses runtergegangen, 58%. Also auch echt gut noch, ne? Vor allem bei der Masse an Games. Und ich denke mir so, Tobi, sag mal, bist du eigentlich komplett dunn in deinem Kopf? Du hast zwei Champions mit einer Winrate von ganz grob 60%. Damit climbst du super gut und du sagst, du hast keinen Bock mehr auf diese Champions. Ah, klar, Bock ist natürlich auch mal wichtig, aber bist du eigentlich komplett kernretarded und dunn? Ja, ja, war ich. Denn ich habe dann gesagt, okay, back to the roots. Wir spielen das, womit wir angefangen haben. Bringen wir es damit zu Ende quasi. Und ich habe Talon und Diana gespielt. Und dann habe ich mir aber gesagt, okay, warum bin ich eigentlich so scheiße bad diese Season? Was muss ich ändern? Und jetzt kommen meine magischen Tricks. Es sind keine magischen Tricks, wie jeden, der sich da magische Tricks erwartet hat. Den muss ich leider enttäuschen. Erwartet hat. Auf jeden Fall, erstmal bei Diana. Bei Diana habe ich gesagt, okay, warum bist du so scheiße auf Diana? Eigentlich ist deine Diana gut, du stompst sau auf den Gegner. Du hast 60% auf Diana, ganz grob. Aber es kommt ab und zu dir das eine Game, wo du richtig hart gestompt wirst.
Und was solltest du da machen? Richtig, lass dich mehr reinpushen. Ich bin mal so ein Push-Dude, dann bist du gegankt, stirbst. Ich soll mich jetzt komplett, oder ich versuche mich jetzt auf Diana aktiv mehr reinpushen zu lassen. Werde dadurch, klar, unterm Tower mehr Rest, muss also früher back. Ich krieg weniger CS, weil ich unterm Tower CS verliere. Und ich habe weniger Lane-Pressure, beziehungsweise der Gegner kann die Lane verlassen, gerade bei Taunty. Aber das alles hilft mir, so dass ich in der Lane nicht mehr so schnell sterbe. Und das war für Diana schon alles. Und dadurch, denke ich, ist mein Diana-Problem etwas gefixt. Kommen wir zu Talon. Grundsätzlich fangen wir an mit meinem ersten wichtigen Tipp. Und das sind allgemeine Tipps. Jetzt nicht so wie bei Diana, sondern das werden jetzt Tipps sein, wo ihr denkt, Tobi, dein Ernst? Aber ja, die werden es sein. Denn es sind die Tipps, die euch jeder, ihr braucht nicht, ja, hey, die Yasuo Super Mechanic Spinblade into K-Blade into Ameisenblade Storm. Das braucht ihr nicht. Ihr braucht Gehirn. Ihr braucht das, was jeder braucht. Und zwar, Tobi, jeder hört sich das, sagt es immer, CSen. Ja, das wird immer gesagt, ja, Tobi, du musst besser CSen, du musst besser CSen, ihr müsst besser CSen. Das hören wir, die geht hier rein, geht da raus, aber ja, ich habe einfach mal versucht, wirklich besser zu CSen. Ich versuche wirklich jetzt in der Lane, so gut wie es geht, alle möglichen CS einzusammeln. Das heißt, die CS, die ich kriegen kann. Oft passiert es nämlich so, dass dann ein Minion, ich hau drauf, weil ich denke, es gehen noch zwei Autos durch, zack, geht nicht mehr durch, Minion-Auto-Tech kommt, zack, weg. Ne? Oder dass ich meine W falsch time und dadurch durch den Skillshot die Minions nicht mehr bekomme oder irgendwie sowas. Das heißt, ich werde immer noch sagen, ich roame zur Botlane, der Versuch alleine oder auch ein Double Kill auf der Botlane ist mir immer viel mehr wert als 10 CS zum Beispiel. Sowas werde ich immer aufgeben, aber es geht vor allem um die CS, die man kriegen kann. Auch hier natürlich, ne, einen CS zu holen, während du dann 50% Leben verlierst, ist nicht worth. Man muss gucken, welche CS kannst du kriegen und die du kriegen kannst, musst du kriegen. Das ist das Ding. Sagen wir so 95% von diesen. Dadurch hatte ich einfach viel, viel früher mehr Items als der Gegner. Teilweise habe ich 10 bis 20 CS mehr gehabt, hatte dadurch ein Schwert mehr. Easy Lane. Ihr glaubt gar nicht, wie einfach das auf Talon ist, wenn du super schnell mit einem Serrated Turk wiederkommst. Oder noch mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, was ist das nächste Problem? Natürlich weniger Champions rotieren. Ich habe mich auf Talon und Diana fokussiert. Ganz, ganz, ich habe super viel rotiert. Müll. Sollte nicht machen. War ja auch der Tipp, den ich euch geraten habe, aber manchmal trifft auch mich diese Langeweile und ich muss ein bisschen rotieren, ne? Ist nicht so schön, aber ja, was kommt das nächste? Weniger sterben. Ich hab's am Anfang schon mit dem Talon-Game gesagt. Es gibt so Games, ihr seid 16-4, ja? Und dann sagen die Leute, hey, ihr in der Facebook-Gruppe, warum habe ich das Game nicht gewonnen? Meine Teammates 0-8 Botlane verlieren immer total scheiße. Ich hätte eigentlich verdient gewonnen. Mag sein, dass wenn deine Botlane besser, oder meine Botlane in diesem Fall besser gewesen wäre, dass ich das Game gewonnen hätte. Aber andersherum kann es sein, wäre ich zweimal weniger gestorben im Spiel, das heißt nicht 16-4, sondern 16-2, hätte ich das Spiel auch gewinnen können. Weil an meiner Botlane kann ich eh nichts ändern, außer dass ich permanent unten campe. Aber ich kann an mir was ändern. Das heißt, ich versuche jetzt wirklich für diese Safe Plays zu gehen. Natürlich ein bisschen bei Talon immer so ein bisschen Coinflip, ein bisschen Aggressivität, ein bisschen Gewalt damit drin. Aber versucht wirklich mal nicht so damals, ganz, ganz damals in meinen Fußstapfen, weiß ich noch, ne? Da gab es so Sachen, wo man sagt, okay, ich flash jetzt auf den Gegner drauf und ignite ihn. Obwohl man eigentlich hätte wissen müssen, okay, der Gegner hat auch Flash und er hat eine Barrier. Den Gegner zu töten ist total dumm. Oder zu versuchen zu töten. Na und trotzdem hat man es versucht, so weit, so bin ich mittlerweile nicht mehr, aber einige von euch bestimmt. Das heißt, ne, klar im Kopf durchgehen, kann ich ihn töten, wie hoch ist die Chance, dass ich ihn jetzt umbringe? Zum Beispiel als 16-4 Talon für eine 0-5 Draven Nami Botlane oder irgendwas zu gehen, ist nicht so ultra worth, ne, weil wenn ihr dann dabei sterbt, ihr gebt unglaublich viel Geld, vor allem mit dem jetzigen Update und ihr throwt einfach. Jede Sekunde, die ihr als Assassine tot seid, müsst ihr so sehen, dass dem Gegner draufgerechnet wird, dass er snowballen kann, lanen kann. Jedes Mal, wenn ihr tot seid, zack, ihr sterbt, 30 Sekunden, 30 Sekunden für den Gegner in sein Late-Game-Konto rein. RIP! Genau das gleiche für Ultimates. Jedes Mal, wenn ihr eine Z-Ultimate, eine Fizz-Ultimate oder eine Talon-Ultimate verfehlt, also zum Beispiel kein Kill daraus erzielt, dann müsst ihr diese 120 Sekunden auf das gegnerische Konto draufschreiben, Late-Game, deren Late-Game. Ultimate verfehlt, 2 Minuten für den Gegner. GG. Ne, deswegen konzentriert euch auch gerade mit Fizz zum Beispiel auch auf viele andere Champions, ne? Eure Ultimates zu treffen, etc. Wichtiger Tipp, den ich noch dazu sagen muss, Duo-Q. Duo-Q ist einfach unglaublich wichtig. Sucht euch einen Mate. Ich spiele jetzt auch wirklich gerade in Diamant 5 sehr, sehr viel mit einem Duo-Mate oder generell mit verschiedenen Duo-Mates. Spielt mit einem Duo-Mate, aber auch hier, der darf nicht Can-Retarded sein. Es muss jemand sein, der nicht tiltet, der könnte so gut sein, wie er will. Wenn er tiltet, dann weg damit. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Der muss ein gutes Attitude haben, aber muss auch gut spielen. Das heißt, der muss wirklich was im Kopf haben, nicht overextenden, nicht throwen 24/7, nicht tilten und Champions mechanisch beherrschen. Ne? Das muss drin sein und das wäre meiner Meinung nach wichtig. Natürlich ist
Wenn ihr Bock habt, mit einem Kumpel zu zocken, ist auch nicht schlecht, aber ihr müsst natürlich, ne, wenn ihr mit irgendeinem Kacknoob spielt, dann könnt ihr genauso gut auch Solo-Queue spielen. Ansonsten möchte ich noch zwei Sachen droppen zum Abschluss. Das erste ist, ja, ich weiß, das waren jetzt nicht die krassen Tipps, aber vielleicht konnte ich euch damit motivieren, jetzt nochmal aktiv auf eure Sachen zu achten. CSen, weniger sterben, vielleicht weniger Champions rotieren, vielleicht nochmal ein Duo-Queue. Aber was ich sagen möchte, ich habe das Gefühl, diese Season ist es auch schwerer gewesen zu climben. Das ist mein Gefühl gewesen. Denn ich habe unglaublich viele Leute in meiner Friendlist, die letzte Season Diamond 5 waren und jetzt alle in Platin 1 bis Platin 2 rumhängen. Richtig, richtig viele. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung droppen, ob ihr bei euch auch das Gefühl habt, dass es schwieriger ist zu climben. Ich kann ja mal oben eine Umfrage reinmachen. Ja, ihr könnt jetzt sagen ja oder nein. Außerdem habe ich ja gesagt, hey, sobald ich wieder Dia 5 bin, werde ich anfangen, Guides zu machen. Ich weiß noch nicht, welchen Champion ich machen soll. Ich bin am überlegen, Vlad, auch wenn er demnächst genervt wird. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu droppen, ob ihr eine coole Idee habt. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.